25 junge Flüchtlinge entwickelten eine Ausstellung, in der sie über ihre Heimat, Flucht, Gefühle, Talente und erste Erfahrungen mit Deutschland berichten. Sie haben sich dazu untereinander befragt und die Texte dann ins Deutsche übersetzt. Aufgrund der großen Resonanz brachten sie dann das Projekt auf die Bühne. Ich bin geboren, wie die Menschen geboren werden. Ich habe eine Mutter, die mich liebt. Und ich umarme meine Geschwister. Und ich küsse meine Mutter. Und das Glück beißt seinen kleinen Zahn in mein Herz. Das Ziel unseres Projektes soll es sein, dass Flüchtlinge Respekt, Wertschätzung und Interesse entgegengebracht wird. Der Jugendmigrationsdienst der AWO Hochsauerland-Soest in Lippstadt und viele ehrenamtliche Helfer unterstützten das Projekt und haben dabei ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht. Ich lerne Menschen kennen, die aus anderen Ländern kommen, die andere Werte haben, die andere eine andere Religion haben. Für mich war das Schöne bei der Veranstaltung zu sehen, wie lebendig diese Jugendlichen waren, mit wie viel Fantasie, mit wie viel Kraft und Elan sie hier aufgetreten sind. Ich hatte vorher mit Menschen mit Migrationshintergrund nicht wirklich viel zu tun. Und als ich dann die Aufführung gesehen habe, hatte ich direkt die Berührungspunkte und war sehr ergriffen. Und nach den 4 Monaten Praktikum habe ich dann für mich beschlossen, dass ich gerne auch weiterhin bei der Gruppe mit dabei sein möchte und sie weiter unterstützen möchte in ihrem Projekt. Was war das Motiv mitzumachen? Ich wollte gerne wissen, wie die anderen nach Deutschland gekommen sind und ob nur wir haben, also was schwer erlebt oder sowas. Wie lief anfangs die Verständigung? So ein paar Wörter Deutsch, ein paar Wörter Englisch, ein paar Wörter Arabisch und mit den Händen und Füßen. Okay. Wie soll das Projekt weitergehen? Andere Projekt oder auf jeden Fall machen, alle zusammen machen, wenn arbeiten oder von Spaß machen. Ich finde das gut. Vielleicht singen oder Picknick machen zum Beispiel. Das Projekt wurde in weiteren Orten erfolgreich vorgestellt, auch in Ungarn. Es gestaltet Begegnungen neu und hilft beim gegenseitigen Kennenlernen.